Herzlich willkommen, Wolf Mirko, und herzlich willkommen alle, die jetzt zugeschaltet sind zu unserer zweiten politischen Veranstaltung im ZEK. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Cordula André, ich führe euch jetzt durch den Abend als Moderation und habe mir diese Veranstaltungsreihe ausgedacht, zusammen mit Barbara, Annick, Christian und Cat aus dem Öffentlichkeitsarbeitskreis im ZEK. Und uns sind jetzt, ich sehe hier 31 Menschen, aber ich glaube, es sind mehr zugeschaltet. Schön, dass ihr da seid. Das zeigt ja auch, dass es einen Bedarf gibt gerade an politischer Auseinandersetzung. Und das ist auch kein Wunder, weil, so wie ich es wahrnehme, ist es so, dass das letzte Jahr einige politische Gewissheiten, die wir hatten, zerstört hat. Jedenfalls war das bei mir so. Und auch hier im ZEK hatten wir heiße politische Diskussionen und haben uns teilweise ja nicht wiedererkannt da drin. Wir waren immer ein linkes Projekt, das hatten wir ja eben schon, und haben uns irgendwie auch immer als politisches Projekt verstanden und waren uns auch auf einer bestimmten Ebene gefühlt immer sehr einig. Also jedenfalls ist das meine Retrospektive. Und im letzten Jahr hatten wir plötzlich ganz unterschiedliche Meinungen zum Umgang mit Corona, da die Maßnahmenbefürworter, da die Maßnahmenkritiker und zur Frage der Querdenker-Demos, darf man mit Rechten demonstrieren, ja oder nein, etc. etc. Und all diese Diskussionen waren ja auch ziemlich aufgeladen. Also da ging es schnell heiß her, da war viel emotionale Ladung drin. Und es war manchmal schwierig, überhaupt noch im Kontakt zu bleiben über diese ganzen Unterschiede hinweg. Und jetzt so langsam wird für mich deutlicher, dass es da auch um ein größeres Thema geht, nämlich dass die politischen Landkarten, die wir so hatten und mit denen wir so gereist sind in den letzten Jahren, irgendwie nicht mehr ausreichen, sondern dass die alle durcheinandergewirbelt werden und sich diese festen Sicherheiten im politischen Dasein einfach gerade auflösen. Das haben ja politische Vordenker schon lange prognostiziert. Das ist ja jetzt auch gar nichts Neues, aber jetzt wird es eben konkret. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der sich politische Gewissheiten einfach auflösen und verändern. Und damit müssen wir alle umgehen lernen. Und möglichst so, dass wir auch zumindest da, wo es dran ist, weiter Freunde bleiben können. Auch über diese Unterschiede hinweg oder unter diesen Unterschieden. Und ich glaube, damit wir das können, ist es ganz wichtig auch, dass wir unseren inneren Raum vergrößern. Also, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wo habe ich eigentlich Absolutheitsansprüche, wo bin ich identifiziert mit meinen Meinungen, wo kann ich noch ein Stück weit aufmachen, mich weitermachen und mehr in meinem Raum integrieren sozusagen. Und mir persönlich hat der Artikel von Wolf Mirko dabei sehr geholfen, weil ich das Gefühl hatte, der hat ein Dach geschaffen. Als ich den gelesen hatte, war plötzlich sozusagen das Dach, unter dem ich mich bewegt habe, größer als vorher. Also ich konnte mehr, da hat irgendwie mehr Platz gehabt in dem Raum, der da entstanden ist. Und hat mir auch geholfen, eine andere, größere Perspektive einzunehmen als die ich vorher hatte. Und das habe ich als sehr hilfreich empfunden in dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Ne? Genau, das heißt also ein Stück weit, finde ich, hat Wolf Mirko das gemacht, jedenfalls was die Corona-Themen anging. Er hat eine politische Landkarte entwickelt, ein Stück weit eine neue, die Orientierung gegeben hat und die den Raum vergrößert hat. Und das finde ich richtig toll und deshalb haben wir dich jetzt heute Abend für diesen Vortrag eingeladen. Und wir haben uns ja vor einem Jahr ungefähr kennengelernt, im Januar. Und da war ich auf jeden Fall sehr begeistert von deinen unglaublich vielfältigen Interessen und auch von deinem Lebensweg, über den ich da so ein paar Sachen erfahren habe. Mach's Nämlich, dass kurz. nur ein bisschen. Sagst du selber noch was dazu? Nee. Wenn du was Wichtiges vergisst, aber sonst. Ja, genau.
Und da sind in deinem Leben kommen ja so unterschiedliche Dinge vor, wie die elektronische Musik, die du liebst, dass du DJ bist, dass du gerne Partys feierst. Dann begleitest du Menschen als Psychotherapeut, bist Psychologe. Du lebst Spiritualität und hast dich seit deiner Jugend mit dem Thema Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung beschäftigt. Hast schon 1985 in Leipzig ein Osho-Zentrum oder damals, glaube ich, Bhagwan, ne? Bhagwan-Zentrum gegründet. Mich sehr beeindruckt in der DDR. Beschäftigt sich ja seit vielen Jahren mit der integralen Theorie von Ken Wilber. Und bist ein politisch aktiver und denkender Mensch. Also ein super interessanter Blumenstrauß von Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen. Und ich glaube, der befähigt dich auch, interessante Vorträge zu halten. Und so einen werden wir jetzt gleich hören. Der wird wahrscheinlich, anders als wir angekündigt hatten, länger dauern. Also er wird ungefähr 1,5 Stunden, 1,5 Stunden dauern. Wir haben danach dann noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich würde mal so sagen, eine halbe Stunde maximal. Gut, dann macht's euch bequem. Ihr könnt im Chat jederzeit Fragen eingeben. Das habt ihr gerade schon gehört. Barbara sitzt am Chat und wird die dann an mich weiterreichen. Wenn es Verständnisfragen sind, dann werde ich sie dazwischen stellen an manchen Punkten und ich sage mal weitergehende Fragen dann eher hinterher. Ja, dann wünsche ich uns alle einen anregenden und verbindenden Abend und übergebe an dich, Wolf-Mirko. Ja, danke. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass es so viel Interesse gibt. Bin wie aufgeregt, wie immer. Vielleicht als Hintergrund noch, ich habe Psychologie, Religionswissenschaft und Ethnologie studiert und das wird ein bisschen den Hintergrund bilden mit der integralen Theorie. Ich bin natürlich kein Mediziner und so weiter. Ursprünglich hieß der Vortrag ja mal Corona Integral und ich habe gedacht, es macht eigentlich mehr Sinn, mal aus integraler Sicht eine politische Landkarte zu entwerfen. Und ja, genau das will ich versuchen. Und deshalb heißt der Vortrag also jetzt Adieu, politisches Flachland. Da ich kein Soziologe bin, muss ich dazu sagen, es geht hier mehr um die grundsätzlichen Prinzipien. Es kann sein, dass ich mich in einzelnen Details irre. Es gibt zum Beispiel Schichtungen von Bewusstsein. In der Reihenfolge möchte ich keinen Fehler machen. Ob jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Charakteristikum zu der einen Ebene gehört oder eine drunter oder drüber, sowas müsste man soziologisch untersuchen. Da gibt es durchaus Interpretationsspielraum und das ist nicht meine Hauptaufgabe. Aber das Prinzip, wenn das Grundprinzip verstanden wird, dann würde ich mich sehr freuen. Ich vermute, dass ihr alle so etwas Ähnliches im Kopf habt, dass es nämlich eine Mitte gibt, eine politische Mitte. Und auf der linken Seite gibt es die Linken und ganz links die Linksradikalen und auf der rechten Seite die Rechten und ganz rechts die Neonazis. Und die Kurve, die ihr da drüber seht, das ist kein Hügel, sondern das zeigt einfach nur die Anzahl der Vertreter innerhalb der Bevölkerung. Das ist also eine gaußsche Normalverteilung, die zeigt, okay, die meisten sind Mitte, dann gibt es ein bisschen weniger Linke, ein bisschen weniger Rechte, noch weniger Autonome und noch weniger Neonazis. Diese Landkarte ist schön einfach und aus integraler Sicht ist sie furchtbar falsch. Und die zu dekonstruieren, das möchte ich gerne heute zu meiner Aufgabe machen. Ich habe mir dazu ein paar Thesen ausgedacht, die richtig böse sein sollen und dachte, vielleicht ist es doch gut, dass ich nicht persönlich anwesend bin. Da kann mir dann, können dann keine Tomaten fliegen oder so. Die Arbeiterklasse ist reaktionär, die revolutionäre Klasse kennt sich gar nicht. Oben unten statt links rechts, links rechts auf allen Ebenen. Westliche Werte sind nicht universell. Faschismus ist fast unvermeidbar. Querfront, ja bitte. Und wenn die KI kommt, kommt die Revolution. In meinen Ausführungen beziehe ich mich grundsätzlich auf oder hauptsächlich auf Ken Wilber. Das ist ein Mensch, der eine Metatheorie geschaffen hat, indem er versucht hat, das gesamte Weltwissen, die tieferen Strukturen zu erkennen und daraus
eine Metatheorie des Bewusstseins zu schaffen, nämlich die Frage sich gestellt hat, wie muss das Bewusstsein eines Menschen beschaffen sein, um die Welt so und so wahrzunehmen. Wir nehmen die Welt ja nun mal nur über unser Bewusstsein wahr. Alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir über das Bewusstsein. Und er nennt also seine integrale Theorie ganz unbescheiden eine Theory of Everything, eben weil es eine Theorie des Bewusstseins ist und nicht der Dinge. Seine philosophische Position ist zwischen naivem Realismus und Konstruktivismus. Er geht also davon aus, dass es eine objektive Realität gibt, im Gegensatz zum radikalen Konstruktivismus, der sagt, alles ist nur konstruiert, aber dass diese objektive Realität eben durch Bewusstseinsleistungen gebrochen wird und interpretiert wird und zählt also im Groben mit zum kritischen Realismus. Eine der Grundannahmen bei Ken Wilber ist, dass jeder Mensch irgendeinen Teil der Wahrheit hat. Er hat es halt nur innerhalb seiner kosmischen Adresse, wie er das nennt. Und wenn andere Menschen andere kosmische Adressen haben, dann finden die diese Wahrheiten zum Beispiel blöd oder sind nicht damit einverstanden und so weiter. Aber auf seiner Ebene, in seinen Quadranten und so weiter, mag das durchaus stimmen. Das heißt oder hieße zum Beispiel, dass sogar Nazis ein Fünkchen Wahrheit haben. Ich sage das einfach mal so provokativ. Also, dass niemand sich wirklich ständig irren kann, sondern dass jeder Mensch auf seine Weise Wahrheit erlebt. Ich bin in meiner pluralistischen Phase, was das ist, werden wir nachher noch besprechen, habe mich mit unendlich vielen Sachen beschäftigt, mit Musik, mit Schamanismus, mit Quantenphysik, mit Psychologie, und das war ein wilder Haufen, der also keine Ordnung hatte. Und durch Wilber ist da für mich eine Ordnung reingekommen, indem er eben mit seiner Metatheorie ein Gerüst geschaffen hat, wo man alle diese Informationen, Einsichten, Erkenntnisse ordnen kann. Was vielleicht noch ganz wichtig und interessant ist, Wilber hat ja immer so ein bisschen Geruch des Esohaften, wird, weil seine Theorie eigentlich inhaltsleer ist. Es ist eine rein abstrakte Theorie aus 5 Dimensionen, aber zum Beispiel durchaus in den Führungsetagen der Konzerne schon gut genutzt, weil er zum Beispiel sehr gut erklären kann, auf welche Art und Weise man noch den Kapitalismus optimieren kann. Aber man kann diese inhaltsfreie Theorie eben genauso benutzen, um Strukturen des Kapitalismus zu beschreiben und zu schauen, was da vielleicht nicht stimmt. Genau, das ist eine fraktale Theorie. Eben, das war auch schon ein Fraktal für alle, die Fraktale nicht kennen. Das ist eine Funktion von Selbstähnlichkeit. So ein Romanesco-Kohl ist ein schönes Beispiel aus der Natur für ein Fraktal. Wilbers Theorie ist also grundsätzlich sehr, sehr sparsam. Ockeghem hätte seine Freude, weil er kennt eigentlich nur 2 Endpunkte, Materie und Geist, und die 5 Dimensionen bewegen sich zwischen diesen beiden Endpunkten in verschiedene Richtungen. Die einzige Dimension, die etwas aus, oder das einzige, was ein bisschen aus der Reihe fällt, das ist Einzahl und Mehrzahl, weil es alles Mögliche einfach und mehrfach gibt. Das hat also nicht direkt was mit Geist und Materie zu tun. Hier kommen die 5 Dimensionen bei Wilber, Ebenen, damit meint er vor allem auch Bewusstseinsebenen, aber nicht nur, Quadranten, Linientypen und Zustände. Ich werde euch versuchen, das Ganze sehr knackig und kurz darzubringen, habe aber festgestellt, dass alle 5 Dimensionen in dem, was ich sagen möchte, vorkommen und ich also keine wirklich auslassen kann. Nochmal, das ist natürlich eine konstruktivistische Theorie, man findet im gesamten Evolutionskontinuum keine Ebenen, Quadranten, Linientypen oder Zustände, aber wenn wir uns darauf einigen, so zu tun, als ob es sie gäbe, lassen sich viele, viele Dinge sehr elegant erklären. Es ist also eigentlich eine Strukturierungshilfe für unser Bewusstsein. Wilber ist Evolutionsphilosoph, er geht also davon aus, dass es eine Anfangssingularität gab und dass sich das Universum seitdem entwickelt. Für die Physiker entwickelt es sich zu mehr Entropie.
für Evolutionsphilosophen unter anderem zu mehr Komplexität. Und irgendwann wird dieses Universum vermutlich in einer Endsingularität verschwinden. Vielleicht gibt es aber auch nur ein Atmen des Universums ein und aus. Es gibt ja auch noch andere Theorien, weiß man nicht. Aber was wir beobachten können, ist, dass es ganz offensichtlich eine Entwicklung von sehr, sehr einfachen zu immer komplexeren Formen gibt. Diese Entwicklung erfolgt in qualitativen Stufen, die von Wilber eben Ebenen genannt wird. Diese Stufen gehen fließend ineinander über und ich stelle sie gerne dar als Spektralfarben. Das hat sich inzwischen so eingebürgert. Es gibt noch andere Systeme wie Spiral Dynamics und ich benutze normalerweise einen geraden Pfeil dafür, um sie darzustellen. Genau genommen, wenn wir uns Evolution betrachten, ist es eher wie ein Baum, der sich immer weiter verzweigt und so weiter. Natürlich hat ein Baum eine Wachstumsrichtung, nämlich nach oben. Es gibt aber auch tote Äste etc. Es ist also wirklich sehr abstrahiert und idealisiert, wenn ich einfach einen Pfeil benutze. Jede Ebene, die sich entwickelt, die kreativ emergiert, wie Wilber sagt, hat bestimmte Eigenschaften. Die nächste Ebene, die daraufhin emergiert, hat die gleichen Eigenschaften plus zusätzliche. So entstehen also aus dem ursprünglichen Plasma nach dem Urknall erst Elementarteilchen, dann Atome, dann Moleküle, Molekülketten, Zellen, immer komplexere organische Gebilde bis hin zu Pflanzen, Tieren und Menschen. Und mit jeder neuen Ebene braucht es dann auch eine neue Wissenschaft, um das zu beschreiben. Also rein atomare Prozesse können von der Physik beschrieben werden. Für molekulare Prozesse brauchen wir dann die Chemie außer der Physik. Für biologische Prozesse kommt dann noch die Biologie dazu, aber natürlich haben Zellen auch molekulare oder atomare Eigenschaften und so weiter. Dadurch entsteht eine Entwicklungshierarchie, eine Evolutionshierarchie und diese ist nicht umkehrbar vom Einfachen zum Komplexen. Und Wilber schlägt so ein Gedankenexperiment vor, wenn man eine Ebene entfernt, dann stürzt alles, was darüber ist, in sich zusammen. Alles, was darunter ist, bleibt unberührt. Wenn wir also im Universum sämtliche Zellen entfernen, dann gibt es weiterhin Elementarteilchen, Atome und Moleküle, aber es gibt kein höheres Leben etc., weil das alles auf Zellen aufbaut. Und diese Entwicklungsebenen gelten nicht nur in der Materie, sondern auch im Bewusstsein. Wir können das bei Kindern beobachten. Bei uns selber auch, dass wir oft erst einfache Grundlagen verstehen müssen, um dann komplexere Denkprozesse auszuführen. Also Integralrechnung ist ohne das kleine Einmaleins nicht möglich. Also auch dort gilt die Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen über verschiedene Ebenen, die fließend ineinander übergehen, aber durch ihre Qualitäten klar voneinander abzugrenzen sind. Bis zur Aufklärung im 17. Jahrhundert, Renaissance ging schon ein bisschen früher los, wurde Materie und Bewusstsein als eins gesehen. Also die frühen Bewusstseinsebenen des Menschen konnten das noch nicht trennen. Mit der Renaissance, mit der Aufklärung ging es los, dass Geist und Materie im Denken der Menschen getrennt wurden. Für Wilber sind Geist und Materie Innen- und Außenseiten von allem, was natürlich evolviert ist. Und zwar die Komplexität der Materie, des Körpers bestimmt die Komplexität des Bewusstseins. Das heißt, dass selbst Atome Bewusstsein haben, aber da sie so furchtbar einfach aufgebaut sind, ist dieses Bewusstsein quasi ein Proto-Bewusstsein. Sie können zum Beispiel Informationen aufnehmen und weitergeben, aber sie können keine Gedichte schreiben und Informationen auch nicht kreativ zu neuen Informationen verbinden. Dafür braucht es also komplexere Organismen, die das können. Daraus haben sich die ersten Wissenschaften geschieden in Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Erstmal gehörte der linke Quadrant natürlich der Religion und die Naturwissenschaften beschränkten sich auf den rechten Quadranten. Im linken Quadranten kam dann aber noch eine Reihe weiterer Wissenschaften hinzu.
im letzten Jahrhundert mit der Emergenz des pluralistischen Bewusstseins, mit der massenhaften Emergenz des pluralistischen Bewusstseins, einzelne Vertreter gab es auch schon vorher, entstand dann die Einsicht, dass man nichts einzeln betrachten kann, sondern alles in einen Kontext stellen muss. Und damit emergiert im Prinzip das, was Wilber die vier Quadranten nennt oder die vier Perspektiven, um alles, was existiert, zu betrachten. Und demzufolge gibt es auch vier Formen der Wissenschaft, Subjektwissenschaften, Objektwissenschaften, Kultur- und Systemwissenschaften. Und diese Quadranten, die uns nachher noch weiter beschäftigen werden, kann man also einteilen in individuell, das ist das Individuum, seine Innen- und Außenseite, also das, was im Prinzip schon seit der Renaissance bekannt ist, und kollektiv, sprich Individuen bilden immer Kulturen, die wiederum Systeme erzeugen. Die Kultur ist quasi das kollektive Bewusstsein und die Systeme ist quasi die kollektive Materie oder der kollektive Körper jedes Holons. Also Wilber nennt alles, was existiert, Holone. Und da unser Verstand nicht fähig ist, es in seiner Gesamtheit zu erfassen, wird automatisch von uns unbewusst jedes Ding in diese vier Quadranten zerlegt und aus diesen vier Perspektiven betrachtet. Hier also mal eine genauere Beschreibung jetzt schon auf den Menschen. Natürlich gilt sowas grundsätzlich auch für Atome, Zellen etc. Es gibt also die individuelle Psyche, für die die Sprache das Ich benutzt und die subjektiv ist und introspektiv erfassbar. Es gibt Körper und Verhalten, es objektiv, empirisch erfassbar, da gehören halt die ganzen Naturwissenschaften rein. Es gibt Kulturen, Weltsicht, als das Wir, das hermeneutisch erfassbar ist, also durch gemeinsames Verstehen. Und es gibt soziale Systeme und Institutionen, die im S-Plural beschrieben werden, die interobjektiv sind und die systemtheoretisch erfasst werden können. Wenn man Entwicklungsebenen und die Quadranten zusammentut, dann hat man im Prinzip so ein Raumzeitmodell. Die Ebenen ist die Entwicklung über die Zeit, die Quadranten sind der Raum. Die Quadranten differenzieren sich immer weiter. Ich habe hier mal wieder das Beispiel des Menschen genommen, weil das uns am nächsten ist. Und zwar innerhalb der einzelnen Quadranten entstehen einzelne Entwicklungslinien, also relativ eigenständige Bereiche, die sich entwickeln und zwar unterschiedlich schnell und unterschiedlich weit. Für das Bewusstsein ist die wichtigste Entwicklungslinie die der Kognitionen. Jeder, der von euch ein Studium in einer Sozialwissenschaft hat, hat vielleicht Piaget schon gehört, dass es einfach in diesem Bereich der Wissenschaftler, auf den sich Wilber am stärksten stützt. Und in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist die Entwicklungslinie der Ich-Identifikation, die nämlich möglichst mit der kognitiven Entwicklung korrelieren sollte, die aber relativ unabhängig ist. Man kann sich nicht auf einer höheren Ebene identifizieren, als man kognitiv entwickelt ist, sehr wohl aber auf einer niederen. Ich werde öfter von dumm und schlau sprechen im Sinne der Kognition und damit vereinfachend aber eigentlich die Bewusstseinsebene meinen. Aber natürlich gibt es narzisstische und egozentrische Genies, die also in ihrer moralischen Entwicklung oder insgesamt sich auf einer sehr frühen Ebene identifizieren. Ja, das ist möglich. Also es könnte sogar hochintelligente Nazis geben. Für Wilber gibt es so etwas wie eine Tetra-Evolution. Wir haben eben an den verschiedenen Entwicklungslinien schon die unterschiedliche Länge gesehen. Das war quasi eine Draufsicht. Diese haben also unterschiedliche Entwicklungsstände. Hier haben wir mal ein Beispiel durch die gesamte Evolution von vier wesentlichen Entwicklungslinien in den einzelnen Quadranten. Wir sehen, die Spektralfarben stellt wieder die Entwicklungshöhe oder die Ebene dar. Und wir sehen, dass es in jedem Quadranten korrelierende
Bereiche dieses Holons gibt. Und wenn in einem Quadranten eine Veränderung passiert, zieht es im Allgemeinen irgendwann Veränderungen in den anderen Quadranten nach sich. Das ist halt das, was Wilber Tetraevolution nennt. Um das an einem konkreten Beispiel deutlich zu machen, der Gutenberg hatte irgendwann die Idee einer Druckmaschine oben links, hat sie gebaut, oben rechts, daraus ist eine ganze Industrie entstanden, nämlich Buchläden, Druckereien etc. unten rechts, und das hat zu einem extremen Bewusstseinssprung der Menschheit geführt. Und daraus resultierten, hatten dann wieder einzelne Menschen Ideen, zum Beispiel von Computern etc. Und dann ging der Kreislauf von vorne los. Also man sieht, dass wenn in einem Quadranten etwas passiert ist, irgendwann ein Nachziehen in den anderen Quadranten gibt. Alle diese Tabellen bei mir sind von unten nach oben zu lesen. Wir beschäftigen uns ja schwerpunktmäßig mit dem Bewusstsein, weil links und rechts sind ja Bewusstseinssachen. Das hat jetzt nicht sehr viel mit anderen Quadranten zu tun. Und wir sehen hier in der ersten Spalte die Farbbezeichnung von Wilber, dann die kognitive Entwicklung nach Piaget, also die Möglichkeiten oder Formen, wie ein Mensch auf dieser Bewusstseinsebene denkt. Dann die Entwicklung des Individuums, also wie ein Individuum von dieser kognitiven Entwicklung geprägt wird. Und ganz rechts, den rechten unteren Quadranten, nämlich wie erwachsene Individuen auf jeweils diesen Ebenen sich dann organisiert haben in verschiedenen Produktionsverhältnissen und Organisationsformen, von der Urhorde über die Stämme, über die gartenbaubetreibenden Theokratien, den Ackerbaufeudalismus, Industriekapitalismus. Zum Informationskapitalismus und Postkapitalismus ist erstmal noch nur ein Platzhalter, weil sowas gibt es, glaube ich, noch nicht. Nochmal zusammenfassen, wir hatten jetzt die Ebenen, die Quadranten, die Linien. Jetzt kommen wir zu den Typen. Es gibt auf jeder Ebene gleichwertige individuelle Ausprägungen. Ich habe hier einmal die Grundformen der Angst nach Riemann eingebaut, die Körpertypen und die Kommunikationsformen nach Virginia Satir. Es gibt aber natürlich auch das Enneagramm. Es gibt die Prägung durch das Horoskop. Und das Wichtige ist, dass Typen sich fortsetzen. Sie sind auf jeder Ebene gleich. Also ein Widder ist auf jeder Ebene seiner Entwicklung ein Widder, auch wenn sich das auf jeder Ebene anders ausdrückt. Während er auf einer der relativ niedrigen Ebene vielleicht ein ordentlicher Rowdy ist, ist er auf einer höheren Ebene vielleicht ein Pionier in der Wissenschaft etc. Also das Widdersein drückt sich auf verschiedenen Ebenen anders aus. Hier eine Darstellung der individuellen Entwicklung über die Ebenen. Wir kommen als Baby zur Welt, sind erstmal ungetrennt von unserer Umwelt. Es findet ein schrittweiser Individuationsprozess statt, das heißt durch ein Gruppenbewusstsein unserer Familie hindurch bis hin zum reifen Ich, das heißt zum wirklich autonomen, selbstständigen, getrennten Individuum. Das Spannende ist, dass während dieser Entwicklung subtile Bereiche des Lebens, die zum Beispiel Kindern noch zugänglich sind, ich gehe zum Beispiel davon aus, dass jedes Kind Aura sehen kann und so eine Sachen, durch die Interaktion mit der Kultur und durch das Lernen verloren gehen und ins Unbewusste abgedrängt werden. Ab der pluralistischen Ebene, das ist die Ebene, die also mit der Hippie-Zeit in die Welt gekommen ist, und die zum ersten Mal begonnen hat, das rationale Selbst, das Denken von außen zu betrachten, öffnet sich diese Verdrängung wieder und es kann zu einer Ich-Transzendenz kommen. Das heißt, subtile und kausale Bereiche des Lebens kommen wieder ins Bewusstsein. Das Gleiche gilt natürlich auch für die kollektive Entwicklung über die Ebenen, dass auch die Urhorde erstmal sich noch völlig ungetrennt fühlt von ihrer Umwelt, die magischen Stämme dann sich über ein Gruppen-Ich identifizieren. Dann gibt es die heroische Ebene der Theokratien, die mythische Ebene der Feudalstaaten, die jeweils durch starke Herrscher geprägt sind, und dann die rationale Ebene, die halt unsere Industriegesellschaft als Kollektiv repräsentiert.
Das ist jetzt das gesamte Modell in einem, witzigerweise, das ist mal richtig hochgeladen worden. Man sieht also mehrere tausend Seiten Wilber, lassen sich gut auf einem Blatt unterbringen. Wir haben die drei Zustände, manifest, subtil, kausal, die wir normalerweise im wachen Traum und Tiefschlaf erleben. Also Spiritualität ist aus integraler Sicht nichts anderes als die Räume, die man im Traum erlebt, bewusst zu erleben. Das ist der Sinn von Spiritualität bis hin eben zu dem, was im Tiefschlaf passiert. Die meisten kennen nur die etwas skurrilen Träume sehr nah an der Wachoberfläche und wissen nicht, dass es sehr tief noch ganz andere Bereiche des Träumens gibt. Oben sehen wir die Quadranten, aus denen wir das Ganze betrachten. In der Mitte die Entwicklungslinien und die verschiedenen Typen. Das sind also Ebenen, Quadranten, Linien, Zustände und Typen zusammen. Das war jetzt ein Kurzdurchgang in Wilbers Theorie. So schnell habe ich es, glaube ich, noch nie hingekriegt. Okay, wir wollten uns mit links und rechts beschäftigen. Erst nochmal eine Draufsicht, die vier Quadranten. Ken Wilber, ich hatte schon von der Tetra-Evolution gesprochen, versucht diese Quadranten also sehr gleichberechtigt zu betrachten. Karl Marx, der ja, glaube ich, der wichtigste Denker ist, der unsere Vorstellung von links und rechts beeinflusst hat, ging hauptsächlich von der Ökonomie aus, die durchaus die materiellen Bedürfnisse beeinflusste, die nämlich befriedigt werden sollte, die ein Klassenbewusstsein schufen, die individuelle Psyche waren für ihn relativ nebensächlich. Wilhelm Reich stellte fest, dass das so nicht funktionieren kann, anhand dessen, dass zum Beispiel unendlich viele Arbeiter die Nazis wählten, und drehte das Ganze dann um. Für den wurde die individuelle Psyche dann furchtbar wichtig und er sagte, dass die Ökonomie so ein Gewicht hat und alles beeinflusst. Das stimmt überhaupt nicht. Beide haben natürlich ein bisschen recht, wie wir vorhin gesehen haben, weil bei Wilber ja immer alle recht haben, aber es ist eben in beiden Fällen nicht ausgeglichen. Marx hat als erster eine Theorie der Gesellschaftsentwicklung aufgestellt, basierend auf Hegel, dass er also davon ausging, aus der klassenlosen Urhorde gibt es die erste Klassengesellschaft, nämlich die Stammesgesellschaft, wobei das noch sehr durchlässig ist. Und dann entwickeln sich daraus die nächsten Produktionsweisen, einschließlich der dazugehörigen Organisationsformen, die jeweils von zwei antagonistischen Klassen geprägt werden und dass jeweils im Schatten der antagonistischen Klassen neue Klassen entstehen, die dann irgendwann zum Vertreter des Fortschritts werden, die alten Klassen stürzen und ein neues System aufbauen. Also zum Beispiel im Feudalismus entwickelten sich in den Städten Bourgeoisie, Handwerker etc., die dann die Grundlage bildeten, um irgendwann zum Industriekapitalismus zu kommen. Das Spannende ist jetzt, dass Karl Marx der Meinung war, dass die Arbeiterklasse die revolutionäre Klasse ist. Er hat vorher immer richtig gesehen, dass was im Windschatten des vorhandenen Systems entsteht, eigentlich schon fertig ist. Marx war zum Beispiel nicht fähig zu sehen, dass er, wenn er in den Spiegel schaute, der Vertreter der neuen revolutionären Klasse ist, nämlich dass die wirklich revolutionäre Klasse, die im Windschatten des Industriekapitalismus entsteht, die Intellektuellen sind, und zwar die armen Intellektuellen. Er selber war jemand, der fast nie die Miete bezahlen konnte. Natürlich, zu seiner Zeit gab es nur so wenige Intellektuelle und die, die damals studierten, waren halt alles Vertreter des Adels oder so, dass man da noch nicht wirklich von einer Klasse sprechen konnte. In meinen Augen hat er dort also nicht sauber seine Hegelschen Gesetze angewendet und hat deshalb eine Klasse verklärt, die nicht wirklich revolutionär ist. Das Dumme ist auch, dass dadurch, dass er nicht erkennen konnte, was wirklich die nächste revolutionäre Klasse ist, er unendlich viel ungewollt Leid erzeugt hat, weil natürlich Intellektuelle in allen möglichen Revolutionen auch verfolgt wurden, nicht gesehen wurde, dass sie auch etwas dazu beizutragen haben. Inzwischen gibt es so viele Menschen, die studiert haben, dass man also tatsächlich von den Intellektuellen als einer neuen Klasse sprechen kann. Die meisten sind gut integriert, weil der Informationskapitalismus sie noch braucht. Ich gehe davon aus, in dem Moment, wo die KI
übernimmt, wo also die Digitalisierung so weit fortschreitet, dass nur noch wenig Intellektuelle gebraucht werden, dass es in dem Moment dahin kommt, dass die Intellektuellen sich wehren, dass dann die nächste tatsächliche Revolution stattfindet, weil man kann Arbeiter recht leicht zu einem Prekariat machen. Es wird schwierig, wenn Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer etc. auch alle ersetzt werden. Dann könnte es passieren, dass tatsächlich ein richtiger großer neuer Gesellschaftsumbruch kommt, weil das auf jeden Fall eine große Menge Menschen freisetzen wird. Man muss dabei auch noch bedenken, wenn wir uns die Entwicklung über die Ebenen anschauen, dass natürlich die unterdrückten Klassen meistens in ihrer Bewusstseinsebene hinterherhinken. Also der Bourgeois hat im Allgemeinen die deutlich bessere Ausbildung als der Arbeiter, genauso wie bei Fürst und Leibeigenen. Die meisten Leibeigenen konnten nicht mal schreiben, etc., wogegen die meisten Fürsten dann schon. Also dass es da auch noch Unterschiede in der kognitiven Entwicklung und in den Bewusstseinsebenen gab. So, die Intellektuellen, die also eine eigene Klasse sind, die ab den 60er Jahren eine eigene Bewusstseinsebene kreiert haben, nämlich die pluralistische Bewusstseinsebene, die in den Jahren des letzten Jahrhunderts sich ungefähr mit diesen Sachen identifiziert haben, mit Selbsterkenntnis für das eigene Bewusstsein. Gesundes Leben, das geht so. Also ja, man trug zwar viel Wolle, aber man rauchte auch filterlose Zigaretten. Also der rechte obere Quadrant war nicht so wichtig. Gleichberechtigung aller Menschen war eine ganz wichtige Sache. Und Idealismus, das Zeck zum Beispiel, ist definitiv ein Produkt dieser Jahre. Und Besitzverhältnisse und Pazifismus spielten eine große Rolle. Also die ganzen linken Parteien, die gleichzeitig auch die Ablehnung des Vietnamkrieges und ähnliche Sachen waren ganz, ganz wichtige Themen der pluralistischen Intellektuellen im letzten Jahrhundert. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Die pluralistische Ebene hat sich weiterentwickelt, teilweise zum Besseren, teilweise kann man hinterfragen, ob es besser ist. Also die Besitzverhältnisse spielen inzwischen in der öffentlichen Diskussion kaum noch eine Rolle. Pazifismus, also die Grünen freuen sich auf den nächsten Krieg. Identitätspolitik, während also die Intellektuellen der früheren Jahre noch eher nach den verbindenden Sachen gesucht haben, eben die Gleichberechtigung aller Menschen, sucht die heutige pluralistische Identitätspolitik eher nach den Unterschieden und definiert sich darüber. Es gibt einen postmodernen Relativismus, jeder hat Recht, alle Wahrheiten werden quasi abgelehnt und es gibt den großen Hang zur Selbstverwirklichung. Den geringen ökologischen Fußabdruck, das halte ich noch für den besten Wert auch der derzeitigen pluralistischen Bewusstseinsebene. Jetzt fängt es an, richtig spannend zu werden. Das, was wir vorhin eingangs hatten als links-rechts und die gaußsche Normalverteilung, sehen wir jetzt als Bevölkerungspyramide. Wir sehen also, wenn jedes Individuum sich durch die Ebenen entwickelt, dass die unteren Ebenen hauptsächlich von Kindern besetzt werden, die mittleren Ebenen von Jugendlichen, die hohen Ebenen von Erwachsenen. Aber nicht alle Erwachsenen erreichen wirklich die rationale oder mythische Ebene, das, was den Bauch darstellt, was also quasi die Mitte der gaußschen Normalverteilung ist. Es gibt also eine Ungleichverteilung der Bewusstseinsebenen bei den Erwachsenen. Jede Bewusstseinsebene hat ihre eigenen Leitwerte. Die gehen zum größten Teil auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide zurück. Und wir sehen, dass verschiedene Ebenen ganz verschiedene Leitwerte haben. Die magische Ebene will zum Beispiel Sicherheit, die heroische Macht. Die mythische will, dass alles ihre Ordnung hat. Rational will Erfolg, pluralistisch Selbstverwirklichung und integral Integration. Und diese richten sich natürlich schwerpunktmäßig auch an bestimmte Menschen oder werden schwerpunktmäßig von bestimmten Menschen vertreten. Die mythische Ebene und die rationale Ebene sind also in Industriegesellschaften die Ebenen, die
die meisten Vertreter haben. Das ist empirisch gut abgesichert von Claire Graves. Der hat an 60.000 Menschen weltweit verschiedene Gesellschaftsordnungen untersucht und da also empirisch viel Material erzeugt, die das belegen. Das schlachtet jetzt die erste pluralistische Kuh. Alle Menschen sind gleich viel wert. Ja, sagen die Integralen auch, aber sie sind nicht gleich weit entwickelt. Und das ist das, was also einmal schon die Eingangsgrafik auseinandernimmt, die sagt, nicht alle erwachsenen Menschen sind auf der gleichen Entwicklungsebene. Ich gehe noch mal kurz zurück. Je niedriger jemand ist auf seiner Entwicklungsebene, desto eher wird es vom Durchschnitt der Gesellschaft auch als krankhaft angesehen. Also die integrale Störungstheorie basiert darauf. Zum Beispiel ein Erwachsener im archaischen Bewusstsein ist in dieser Gesellschaft nicht frei lebensfähig und wird höchstwahrscheinlich in der Psychiatrie sitzen. Bei magisch und heroisch ist das dann schon anders. Die haben durchaus ihren Platz in unserer Gesellschaft. Silber hat das so zusammengefasst, grün sieht bei gelb rot, weil viele Pluralisten, wenn sie hören, dass nicht alle Menschen gleich sind, nämlich weil sie unterschiedlich weit entwickelt sind, sie sofort Machthierarchien, also die rote Bewusstseinsebene, vermuten, wo es aber eigentlich um Entwicklungshierarchien geht. Es geht nicht um Macht. Im Gegenteil, wenn jemand sieht, auf welcher Ebene jemand wirklich ist und zum Beispiel schaut, was derjenige für Bedürfnisse hat und die befriedigt, kann er viel besser auf denjenigen eingehen, als wenn er das einfach negiert und so tut, als ob derjenige auf der gleichen Ebene sei wie er selber. Das ist im Prinzip auch das, was zum Beispiel die Konzerne benutzen, die genau schauen, auf welcher Ebene sind ihre Mitarbeiter und zum Beispiel, wie muss ich sie ansprechen, wie muss ich mit ihnen kommunizieren, um das meiste aus ihnen herauszuholen. Es gibt bestimmte Ebenen, da wollen die Mitarbeiter ganz klare Anweisungen, Befehle haben und es gibt bestimmte Ebenen, zum Beispiel die pluralistische, da muss das erst durchdiskutiert werden und es braucht das Einverständnis aller Mitarbeiter. Und insofern kann man das also auch sehr praktisch anwenden. Gut, dann trage ich hier mal gleich ein paar Parteien ein. Die Ebenen sind dieselben. Die archaische Ebene ist definitiv unorganisiert. Wir haben die magische Ebene mit radikalen Gruppen. Wir haben auf der heroischen Ebene die NPD und die Republikaner. Mythisch habe ich mal Partei bibeltreuer Christen, weil sie sind bei jeder Wahl dabei, aber sie schaffen es nie, aber sie vertreten die rein inhaltlich sehr gut, die CSU und die AfD eingetragen. Eins drüber, Linke, SPD, FDP und CDU und pluralistisch die M25 und die Grüne. Wir sehen auf der rechten Seite, was Mitte ist und was links und rechts ist, dass man eigentlich von oben und unten sprechen sollte und nicht von links oder rechts. Falls jetzt die Frage kommt, Linke, warum sind die bei rational? Es ist eine Frage, die Linke hat ein sehr breites Spektrum von pluralistisch, rational bis hin zu mythisch, indem sie nämlich auch die Partei der ganzen alten SED-Kader ist, die da ja auch noch sind und die zum Beispiel eher ein mythisch-fundamentalistisches Verständnis von links haben. Die Grünen haben den Vorteil, dass sie eigentlich nur junge Intellektuelle ansprechen, die eben genau die Eigenschaften haben, die pluralistisch ist. Sie sind aber in ihrer Politikausrichtung und in ihrer Organisationsform eigentlich auch wieder eins runtergerutscht. Eigentlich müssten dort die Piraten stehen, die aber eben leider keine gesellschaftliche Macht mehr haben. Die Grünen haben auf jeden Fall als pluralistische Partei angefangen in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der Kampf zwischen Fundis und Realos, den die Realos für sich entschieden haben, das hat eigentlich dazu geführt, dass aus einer pluralistischen Partei eine rationale Partei wurde. Da sie aber zum Beispiel weiterhin auch global denken und ein bestimmtes Klientel ansprechen, was eher pluralistisch ist, habe ich sie trotzdem weiter auf der pluralistischen Ebene. Die AfD ist noch ganz spannend. Frau Merkel hat es geschafft, aus der mythisch-rationalen CDU eine rationale CDU zu machen. Das heißt, es sind eine Reihe konservativer Wähler verloren gegangen. Die CDU, CSU bringt es immer ganz gut hin. Die machen so, in der Therapie nennt man das Therapeutensplitting. Ne? Also die CSU kümmert sich um die rechten CDU-Wähler und die CDU
um die rationalen CSU-Wähler und die AfD ist im Prinzip in die Lücke gesprungen. Also viele Sätze, die der Gauland sagt, könnten auch von Franz Josef Strauß stammen oder so. Also das ist nicht so weit davon entfernt. Ich behaupte rein inhaltlich, die wirkliche Schwesternpartei der CSU ist die AfD und nicht die CDU. Aber es geht also mehr um Fründe als tatsächlich um links oder rechts. Das ist nicht das Thema bei denen, zumindest nicht aus integraler Sicht. So, dass das auch durchaus bekannt ist, dass links eigentlich auch ein bisschen intelligenter ist, zeigt zum Beispiel dieses Sprichwort, kaum sagt man mal was Schlaues, schon denken alle, man wäre ein Kommunist. Also wir haben über die Ebenen eine Zunahme des Altruismus. Altruismus heißt, in meinen moralischen Entscheidungen, wen schließe ich alles ein? Die archaische Ebene ist egozentrisch-symbiotisch, das heißt, sie ist noch überhaupt nicht getrennt. Das Baby nimmt die ganze Welt als Teil seiner selbst wahr. Es gibt nichts, was narzisstischer oder egozentrischer ist als ein Baby. Weil es aber alles einschließt, kann man auch wieder nicht richtig von Narzissmus sprechen. Dann fängt es aber schon an, sich zu differenzieren, clanzentrisch, die magische Ebene, also das Kleinkind, 3, 4 Jahre, beziehungsweise die frühen Stammeskulturen, die definieren sich über die Blutsverwandtschaft. Das heißt, Mama, Papa gehören dazu, beziehungsweise alle, die meines Blutes sind, jetzt in Stammesdenken gesprochen. Die Eigenbeschreibung aller Stämme heißt fast ausschließlich Menschen und alle anderen sind nicht Menschen. Das heißt also, es ist für einen Lakota-Indianer wesentlich harmloser, einen Cheyenne-Indianer zu töten als einen Büffel. Er hat vor dem Büffel mehr Achtung als vor dem Cheyenne-Indianer, weil der Cheyenne-Indianer ist ein Nichtmensch. Und der Lakota in seiner Selbstsicht ist ein Mensch. Man hört es immer wieder so ganz stolz, wenn so New Age-Schamanen daherkommen, Plastik-Schamanen, Weiße, die sagen, ja, ich bin adoptiert worden von dem und dem Stamm oder so. Das ist die einzige Form, um ein Mensch zu werden. Die können gar nicht anders, um also wirklich von denen akzeptiert zu werden, gibt es nur eine Möglichkeit, man muss die Menschen adoptieren. Dann sind sie eben auch Mensch und gehören dazu und gehören nicht zur Out-Group, sondern zählen damit zur In-Group. Dann die Völker der Stadtstaaten, beziehungsweise auch etwas ältere Kinder, so frühes Schulalter, sind lokal ethnozentrisch. Das heißt also, sie kennen auch die Menschen um sich herum, die irgendwie dazugehören, mit denen die Eltern zu tun haben, beziehungsweise die Menschen in einer Stadt. Es muss also nicht mehr eine direkte Blutsverwandtschaft sein. Und alles, was darüber hinausgeht, das wird eben als Output gesehen, gegen die man kämpfen kann. Wir haben ethnozentrisch mein Volk auf der mythischen Ebene, dann ist der Kreis noch ein bisschen größer. Soziozentrisch mein Land auf der rationalen Ebene, pluralistisches weltzentrisch, alle Menschen sind gleich wert, das hatten wir im Prinzip schon. Planetozentrisch auf integral heißt alles Leben und zwar alles Leben in seinem Eigenwert. Also pluralistisch ist ja auch sehr ökologisch, aber sehr oft auch aus dem Denken heraus, dass wir Menschen die Natur brauchen, um überleben zu können. Also nicht so sehr aus dem Eigenwert der Natur, sondern auch aus dem systemischen Denken heraus, dass alles ausgeglichen sein muss, etc. Und holistisch ist dann kosmozentrisch. So, das ist also das, wie sich über die Entwicklungsebenen, egal ob im Individuum oder in einer menschlichen Gruppe, der Altruismus entwickelt. Wir haben jetzt zwei Menschen auf dieser Folie, einmal ein 3-jähriges Kind, wir sagen dazu emotional instabil, weil ein 3-jähriges Kind lacht, weint, hat alle 5 Minuten andere Gefühle, es ist hedonistisch, das heißt, es steckt sich alles im Mund, was es kriegen kann, es weiß, dass Papa, Mama dazugehören, alle anderen nicht und wenn Papa ein Machtwort spricht, dann gehorcht es, ansonsten, es versteht zum Beispiel noch keine Moral etc. Wenn das ein 30-jähriger Mensch ist, dann würden wir sagen, er ist borderline, polytoxikoman, rechtsradikal und dissozial. Also das ist mal so ein Beispiel, wie jemand halt das, was wir Neonazi nennen, dass der sich mit einer Bewusstseinsebene identifiziert, die seinem äußeren Alter in unserer Gesellschaft nicht angemessen ist. Er hat natürlich die kulturellen Fähigkeiten, er kann schreiben, lesen etc., sich einigermaßen ausdrücken und trotzdem identifiziert er sich mit einer Bewusstseinsebene, die
in unserer Gesellschaft nicht seinem äußeren Alter entspricht. In einer Stammesgesellschaft würde der überhaupt nicht auffallen, wenn der dann auch noch die Oberflächenstrukturen dieser Stammesgesellschaft vertreten würde. Das sind einfach mal so Beispiele für Ursachen, dass ein Mensch überhaupt dahin kommt. Da gehören Traumata und Lerndefizite hinzu, weil die kommen ja oft aus Unterschichtfamilien. Also es gibt, glaube ich, kaum Neonazis in Hamburg-Blankenese oder so, sondern eher in Berlin-Kreuzberg. Genetische Prädispositionen und körperliche Mängel. Also natürlich sind Menschen auch biologisch begrenzt, dass ihr Gehirn einfach nicht so viel verstehen will. Bindungsstörungen in der Familie, Bildungsdefizite, also das, was die Gesellschaft an Bildung bringt, jetzt jenseits von Lerndefiziten, was der Mensch psychisch lernt, sondern Bildungsdefizite meinen wirklich Wissen. Eine Trash-Kultur und ganz wichtig ist eben sicher auch mangelnde materielle Sicherheit beziehungsweise ein mangelnder gesellschaftlicher Status. Also es ist klar, das ist eine Unterschicht und die haben kein Geld etc. Das spielt also eine große Rolle, dass solche Menschen entstehen. Daraus leite ich dann die These ab, individueller Faschismus ist weder eine Meinung noch ein Verbrechen, sondern eine Bewusstseinsebene. Und es ist ein großer Unterschied. Es ist nicht schön, es hat aber den Vorteil, wenn ich das erkenne, kann ich sehen, dass diese Menschen entwicklungsfähig sind. Ich selber war ja sowohl mehrere Jahre bei der Aussteigerstelle für Neonazis im Bundesland Sachsen aktiv, also habe da gearbeitet, beziehungsweise habe auch in der Therapie viel mit Neonazis zu tun gehabt, weil ich also eine Drogengruppe hatte in der Klinik, die sehr auf Therapie statt Strafe spezialisiert war. Und da sind also viele Drogendealer aus dem Knast gekommen und ganz viele mit einer rechtsradikalen Weltanschauung oder Weltsicht. Ich habe mit denen nicht über Hitler oder Autobahnen diskutiert, das ist völlig sinnlos, sondern ich habe denen zum Beispiel diese Entwicklung des Altruismus klargemacht. Wer hier in der Gruppe denkt nur an sich, wer denkt an die Familie, wer denkt ans Volk? Und die konnten diese Unterscheidung durchaus treffen. Ja, ja, Weinreich, und du denkst an alle Menschen. Genau, ich denke an alle Menschen, das ist der Unterschied. Also Faschismus ist eine Kinderkrankheit des Bewusstseins, werde schnell erwachsen, dann habt das hinter euch. So kann man das halt auch beschreiben. Deshalb ist also eine Parole wie Nazis raus völlig sinnlos, weil wenn ich das also absurderweise in allen vier Quadranten sagen würde, dann hieße das auch Familien raus, Dickdarm raus und Gefühle raus. Wie wir gesehen haben, gibt es diese Menschen immer in unserer Gesellschaft. Das ist eben die magische bzw. die heroische Ebene. Und solange eine Gesellschaft genügend Rücksicht auf die verschiedenen Bevölkerungsschichten nimmt, können diese Menschen integriert werden. Also Menschen auf dieser Bewusstseinsebene gibt es in allen Völkern, allen Kulturen, soweit sie zumindest weit genug entwickelt sind. Das ist keine deutsche Erfindung. Die gab es in der DDR eben genauso wie jetzt in der BRD. Die Frage ist also wirklich, kann ich diese Menschen integrieren? Und diese Integrationsfähigkeit verliert unsere Gesellschaft immer stärker. Und deshalb treten diese Personen immer stärker ins Tageslicht. Jetzt nochmal die Bevölkerungspyramide und jetzt habe ich sie etwas anders aufgeteilt, nämlich links links und rechts rechts. Es gibt also auf jeder Ebene den Versuch, entweder kollektivistischer zu denken im Sinne der Allgemeinheit oder individualistischer, ich bin mir selbst der Nächste. Und wenn wir also unten anfangen, die unterste Ebene ist wieder unorganisiert, die spielen als Erwachsene im Prinzip keine Rolle. Linksradikal, ich weiß nicht, inwiefern die RAF da wirklich hingehört. Ach so, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Da die frühen Ebenen sich über die Gruppe identifizieren, ist das einzelne menschliche Leben nicht viel wert. Also in den frühen Ackerbaugesellschaften, in den Maya-Kulturen etc., das Blut floss strömeweise aus dem Tempel. Das war also kein Verbrechen für diese Menschen. Und auch Indianer als Vertreter der magischen Ebene, Nichtmenschen umzubringen, ist kein Verbrechen. Erst mit zunehmendem Altruismus, mit zunehmendem Bewusstsein
kommt es uns selber ins Bewusstsein, dass wir das nicht dürfen, dass das kein Mensch das Recht hat, einem anderen das Leben zu nehmen. Und wir stellen jedenfalls fest, wenn wir uns hier durchdeklinieren, dass auf jeder Ebene es sowohl Gruppierungen und Strömungen gibt, die eher kollektivistisch sind und eher individualistisch, die wir also eher links oder rechts bezeichnen würden. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb es innerhalb der Linken so viel Zwist gibt. Alle nennen sich links, aber die wenigsten kriegen mit, dass zum Beispiel ein Autonomer auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene ist als ein demokratisch-sozialistischer oder als ein linksfundamentalistischer Altstalinist oder Vertreter einer K-Gruppe. Also auf E4 gehört zum Beispiel auch die SED eigentlich rein, ne? Auf der anderen Seite haben wir eben eher individualistische Strömungen und da gehören die Grünen dann eben auf jeden Fall zu rechts. Zumindest so, wie sich derzeit geben. SPD, FDP, CDU sowieso. Auch da möchte ich nochmal deutlich machen, ne? Normalerweise wird alles, was unterhalb der Mitte ist, einfach als rechts bezeichnet. Es gibt dort je nach Ebene deutliche Abstufung. Ob jemand konservativ, nationalistisch oder faschistisch ist, ist ein Unterschied. Also der Josef Ratzinger ist zum Beispiel schwer konservativ, der alte Papst, aber er ist ganz sicher nicht nationalistisch oder faschistisch. Man muss wirklich immer sehr genau schauen, wo man Menschen oder Strömungen einordnet, um die genaue kosmische Adresse dieser Menschen zu ermitteln. Und wenn man das einmal begriffen hat, wird aber auch deutlich, warum es im gesamten linken Spektrum so heftige Diskussionen gibt und die Menschen ja, sich quasi gegenseitig bekämpfen, obwohl sie doch alle das Beste wollen. Jetzt gehe ich mal aus Deutschland raus und schaue mir das weltgeschichtlich an, also lege diese Karte mal auf die gesamte Welt. Da haben wir auf der linken Seite zum Beispiel auf der magischen Ebene einen Steinzeitkommunismus à la Pol Pot. Eins drüber auf der heroischen Ebene den Maoismus, der ja nicht nur in China, sondern auch in Lateinamerika großen Einfluss hat. Noch eins darüber, den Stalinismus. Ich sage immer, die DDR war Sozialfeudalismus. Es war eine kollektivistische, gerechte Gesellschaft, aber sie war keine rationale Gesellschaft. Sozialismus wurde zum Beispiel gepredigt wie eine Offenbarungsreligion. Das ist ganz typisch mythisch. Also der Stalinismus ist quasi eine mythische Religion. Und die DDR war ein Sozialfeudalismus. Insofern war also der Schritt des Ostblocks auf die nächste Ebene gut, der Schritt des Ostblocks von links nach rechts schlecht. Das ist also ein paradoxes Phänomen, weil aus der eher gerechten, alle Menschen berücksichtigen Gesellschaft sind wir jetzt in einer individualistischen gelandet. Das hat eben auch sehr viele Nachteile mit sich gebracht. Rudolf Barrow hat ja mal die China und Russland, den Sozialismus in diesen Ländern als den Weg der asiatischen Produktionsweise zur Industriegesellschaft bezeichnet. Wir hatten diese schon. Ostdeutschland war ja bis zum Zweiten Weltkrieg Teil Gesamtdeutschlands und auch Tschechland, also die Tschechei und ähnliche Länder waren schon ziemlich weit entwickelt und sind im Prinzip durch den Import des russischen Sozialfeudalismus quasi wieder eine Ebene runtergedrückt worden, die sie jetzt durch die Wiedervereinigung erst wieder erklimmen müssen. Was sehr spannend ist, ist, dass China es geschafft hat, China war ja eine echte Theokratie, also der russische Feudalismus war ja keine Theokratie, dass China es geschafft hat, sich im Windschatten des Ost-West-Konfliktes bis zur Industriegesellschaft zu entwickeln und dass jetzt plötzlich dem westlichen System zum ersten Mal ein echter Gegner erwächst, der eben auch technisch gewachsen ist. Wir müssen auch verstehen, ne, wenn wir bejubeln, ist es richtig toll, wenn die Menschen in Lateinamerika, in Afrika etc. sich befreien und wenn die das links nennen, dann ist das toll. Wenn wir aber nicht sehen, dass diese Menschen auf Bewusstseinsebenen sind, die noch nicht wissen, was eigentlich demokratisch-sozialistisch ist. Für Marx war ja links und sozialistisch eine Gesellschaftsform, die nach dem Kapitalismus kommen würde, ne?
Wir dürfen uns nicht wundern, wenn die linken Lateinamerikaner, die Sandinistas, mit denen wir befreundet sind, ihre Frauen schlagen, nicht wissen, was Demokratie ist etc., weil das funktioniert auf diesen Ebenen nicht. Alle diese Ebenen werden zum Beispiel durch starke Führungspersönlichkeiten geprägt. Auch eine Tragödie, die die Industriegesellschaft ständig schafft, das, was wir Nation Building nennen, wenn der Westen irgendwo Diktatoren wegputscht und hinterher ein Failed State überbleibt. Stammesgesellschaften können nur durch starke Männer als Integrationsfiguren geeint werden. Und ein Saddam Hussein wegzuputschen, heißt, dass dieses Land wieder in Völker zerfällt. Wenn keine Ebene übersprungen werden kann, dann kann ich nicht von einer Stammesgesellschaft wie Afghanistan es ist verlangen, dass sie ein demokratisches Parlament installiert, was wirklich als solches funktioniert. Das ist völlig absurd. Und insofern ist die integrale Theorie also auch sehr gut geeignet, um politische Prozesse deutlich zu machen. Die Stämme in Europa wurden durch Kaiser und Könige geeint und die waren auch alle nicht wirklich zimperlich und nett zu ihren Untertanen, um das hinzukriegen, dass aus den meinetwegen germanischen Stämmen irgendwann mal so etwas wie Deutschland entstand. Also insofern ist unsere Sicht auf sogenannte Diktatoren immer so sehr von unserer eigenen Brille bestimmt und die meisten machen sich nicht die Mühe, sich in diese Länder hineinzudenken und zu schauen, was die eigentlich brauchen für ihre Entwicklung. Und das Beste wäre natürlich, sich der ersten Direktive von Star Trek zu beugen, dass wir die verschiedenen Bereiche der Welt ihrer eigenen Entwicklung überlassen sollten und uns nicht einzumischen haben, dass die das schon irgendwie selber hinkriegen. Das Einzige, was ich vielleicht noch als Beispiel bringen kann, bei uns heißt es Vetternwirtschaft, wenn ein Mensch in der Regierung seine nächsten Verwandten mit Ämtern und Posten belehnt. In Gesellschaften wie zum Beispiel Afrika, die irgendwo zwischen magisch, heroisch und mythisch stehen, wird man als Staatschef dumm angesehen, wenn man das nicht tut, weil das Volk geht davon aus, wer nicht mal für seine Familie sorgen kann, wie will der überhaupt für ein ganzes Volk sorgen können? Das heißt, ein völlig anderes Denken. Und das heißt eben zum Beispiel auch, dass bestimmte Vorstellungen von Menschenrechten etc., die wir haben, dass wir die nicht einfach auf andere Völker übertragen können, sondern dass wir immer genau fragen müssen, wo steht dieses Volk, was ist das Durchschnittsbewusstsein, und was sind die Charakteristika, die diese Ebene kennzeichnen und darauf Rücksicht nehmen? Jetzt kommen wir langsam zu Corona, ne? So ein ganz klein bisschen. Nach der politischen Aktivität lässt sich das Volk in 20% Vulkanier, 50% Hobbits und 30% Hooligans einteilen. Ich habe das gleich mal so ein bisschen auch wieder in Ebenen gebracht, weil natürlich die Vulkanier wesentlich überlegter rangehen, also vermutlich höhere Ebenen repräsentieren als die Hooligans. Und die Hobbits, das sind die in der Mitte, die entweder gerade selber vertreten werden etc., wobei es natürlich sowohl bei den hohen Ebenen als auch bei den niedrigen Ebenen durchaus auch Menschen gibt, die sich politisch inaktiv verhalten. Es wird erst dann spannend, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse so verschärfen, dass eine Passivität nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das also hat man ja in der DDR gesehen, ne? Die Masse der Leute in der DDR war eigentlich passiv, bis es einen bestimmten Grenzwert erreicht hat. Und dann sind die plötzlich alle auf die Straße gegangen und haben allerdings dann auch ganz andere Parolen gerufen als die politischen Aktivisten der ersten Stunde. Einen Satz, den ich sehr wichtig finde: Das Volk versteht das meiste falsch, aber es führt das meiste richtig. Wenn die derzeitige Situation sehr viele Menschen auf die Straße treibt, dann mögen deren Argumente teilweise absurd sein. Ihr Unbehagen, dass irgendetwas völlig schief läuft in dieser Gesellschaft, ist aber vermutlich genau richtig. Also das analytische Verständnis oder auch die sogenannten verschwörungstheoretischen Theorien, die dann bemüht werden, mögen völlig daneben liegen, aber das Unbehagen ist zumindest berechtigt. Wir haben derzeit eine Verschärfung der Situation, die alle Dimensionen sprengt.
Wir sehen auf dieser vier Quadranten Tafel, wie immer kollektiv, individuell, innen, außen, unsere Bundesregierung in Rot und die sagt rational Gesundheit zuerst. Also alles gegen das Virus und sie arbeitet dafür dem Individuum gegenüber mit Angstsuggestion. Es gibt einen Diskussionskorridor, wo selbst ein Herr Streeck schon hart am Rand ist und aufpassen muss, nicht rausgeschmissen zu werden. Sie arbeitet mit Ausgrenzung. Wenn also Politiker ganze große Gruppen des Volkes als Idioten, Verschwörungstheoretiker etc. bezeichnet, heißt das auf Deutsch, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Ihr existiert für uns nicht. Es ist eine extreme Arroganz und das wird natürlich von denen, die so angesprochen wird, nicht honoriert. Es gibt einen Ausnahmezustand und es wird mit einer Postdemokratie regiert. Das heißt, das Parlament ist weitgehend sprachlos und entmachtet und in kleinen Kammern wird ausgekungelt, was als nächstes zu tun ist. Die Bundesregierung lädt am liebsten Wissenschaftler ein, die sowieso ihre Meinung vertreten, was auch ein großes Problem ist, da wir in einem neoliberalen Kapitalismus leben und jeder es weiß, ist es natürlich sehr schwer von der Bevölkerung zu erwarten, dass eine Regierung, die Autokonzerne pimpt, die Deutsche Bank pimpt etc., also jedem Geld in den Hintern bläst, jeden großen Konzern etc., plötzlich ihr Herz für die Volksgesundheit entdeckt hat. Also das führt natürlich bei vielen Menschen zu Misstrauen und dieses Misstrauen ist sehr berechtigt. Also Querdenken heißt ja schon, die Leute sind sich zumindest instinktiv bewusst, dass sie verschiedene Ebenen repräsentieren. Dessen ist sich die Regierung zum Beispiel nicht bewusst. Also das ist ja das Spannende, die meisten Querdenken-Leute sind ja Grünwähler, beziehungsweise auch linken Wähler. Es gibt auch einen Teil AfD-Wähler, aber es geht also wirklich kreuz und quer. Menschen, die eigentlich die pluralistische Bewusstseinsebene vertreten, sind in sehr großen Teil und vor allem auch die führenden Köpfe, also der Ballweg oder verschiedene, der Anselm Lenz oder so, das sind alles eigentlich hochintelligente Menschen, die haben studiert etc. Und die sehen natürlich auch andere Probleme außer der individuellen Gesundheit. Die sehen die psychischen Probleme, die sehen die Beziehungslosigkeit, die sehen, wie Kunst, Kultur und Bildung zusammenstürzt. Das ist zum Beispiel etwas, was vor allem von Vertretern der pluralistischen Ebene gesehen wird. Die sagen, nee, das geht so nicht. Und dann haben wir aber natürlich auch die heroische Ebene, Vertreter der heroischen Ebene, die sehen zum Beispiel sehr stark die Freiheitseinschränkungen. Es gibt auf allen Ebenen natürlich auch Leute, die selber Wirtschaftsprobleme bekommen dadurch, die das sehen. Das geht eigentlich, glaube ich, durch alle Ebenen hindurch, beziehungsweise auch finanzielle Probleme, Krankheit und Sucht spielt eine Rolle. Es wird also deutlich, dass verschiedene Ebenen, verschiedene Quadranten präferieren, dass es also von verschiedenen Ebenen Quadranten Absolutismus gibt und dass es eigentlich darum ginge und das ist eigentlich auch eine Sache, die die Querdenken-Leute immer wieder betonen, dass es um einen interdisziplinären Dialog geht, dass eben nicht nur Virologen gehört werden, sondern auch Psychologen und Lehrer und Philosophen etc., dass es also um viel mehr geht als nur um den rechten oberen Quadranten und dass Wissenschaft eben auch keine Offenbarungsreligion ist. Wenn ein Wissenschaftler etwas sagt, dann wird das so genommen und andere Wissenschaftler werden einfach ausgegrenzt oder so, sondern dass eben gerade die rationale Ebene Wissenschaft heißt Diskurs und zu schauen, was ist das Beste und nicht, dass man etwas wie eine Offenbarungsreligion in den Raum stellt und alle müssen das dann machen. Dass also die Diskussion zumindest auf der rationalen Ebene, die ja in diesem Land die Macht hat, die pluralistische Ebene bestimmt teilweise den Diskurs, aber die wirkliche Macht, die ökonomische Macht, hat ja die rationale Ebene. Hier nochmal das Bild von Anfang an. Es macht noch eine weitere Sache bewusst, die sehr wichtig ist, dass nämlich diese Diskussion mit einer extremen emotionalen Heftigkeit geführt wird, viel mehr noch, als das vielleicht bei einem Krieg der Fall wäre, liegt daran, dass Covid-19 der rationalen Ebene die Sterblichkeit bewusst macht. Die Ebenen darunter, Menschen zum Beispiel mit einer
prärationalen Spiritualität, beziehungsweise auf die Ebenen darüber, Menschen mit einer transrationalen Spiritualität, wissen, dass es mehr gibt als nur diese manifeste materielle Welt. Die wissen, dass es hinter dieser Welt noch mehr gibt, wogegen die rationale Ebene davon weitgehend abgeschnitten ist und die werden exzessiv mit ihrer eigenen Todesangst konfrontiert. Für den normalen Menschen, den normalen Vertreter der rationalen Ebene, für den Manager in Frankfurt, der weiß ganz genau, da hilft mir mein Geld und mein Auto und alles nichts. Ich kann in 2 Wochen tot sein. Und für den ist das eine echte Konfrontation mit der Todesangst. Und diese nicht thematisierte Todesangst ist in meinen Augen der Hauptgrund für die emotionale Sprengkraft, mit der die Diskussion geführt wird. Nicht umsonst werden die Querdenker ja auch als Esoteriker oder sonst was bezeichnet. Man findet unter diesen Menschen eben auch ganz viele Menschen, die Erfahrungen jenseits der manifesten Welt haben und die das deshalb alles etwas gelassener sehen. Faschismus ist die Verschmelzung von Staatsmacht mit Konzernmacht. Dieses Zitat finde ich noch viel besser als den Horkheimer, den jeder kennt. Ich habe ihn trotzdem mit dazu geschrieben. Wir hatten ja bisher vom individuellen Faschismus gesprochen, nämlich von dem, wohin sich einzelne Menschen entwickeln in dieser Gesellschaft. Es gibt auch einen strukturellen Faschismus, nämlich struktureller Faschismus ist ein Verbrechen, weil eine hohe Ebene eine weniger weit entwickelte missbraucht, um ihre egoistischen Interessen durchzusetzen. Also struktureller Faschismus ist, wenn die rationale Gesellschaft auf E5 ihre industrielle Basis benutzt und aber mit einer magischen oder heroischen Ideologie ein System aufbaut, was dem nicht entspricht. Es gibt verschiedene Ebenen des Faschismus. Der rassistische Hitlerkapitalismus, der ist definitiv magisch. Also er baut auf einer Blut- und Bodenideologie und auf Über- und Untermenschen auf. Über- und Untermenschen, das sind genau die Menschen und Nichtmenschen auf der Stammesebene. Das ist ein absolutes Novum des Hitlerfaschismus, was kein anderer Faschismus in dem Sinne hatte. Kein anderer Faschismus hat versucht, ganze Völker nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem Volk auszulöschen. Das war der Hitlerfaschismus, der die Shoah inszeniert hat gegen die Juden, der aber auch, und das wird im derzeitigen öffentlichen Diskurs völlig unterschlagen, eben auch gegen Kommunisten vorgegangen ist und gegen slawische, bolschewistische Untermenschen. Die wurden ganz genauso als vernichtenswerte Rasse gesehen und das spielt in unserer Schuldkultur keine Rolle und ich finde es entsetzlich. Was mir auch wirklich wichtig ist und ich nenne es deshalb eben auch nicht mehr Faschismus, dass es die Propaganda der bürgerlichen Gesellschaft geschafft hat, so zu tun, als ob Faschismus und Kapitalismus nichts miteinander zu tun hätten. Und deshalb heißt das in meinem persönlichen Sprachgebrauch auch nur noch Hitlerkapitalismus, Franco-Kapitalismus etc. Das Spannende ist, dass eben es eine sehr enge Verbindung zwischen Faschismus und neoliberalem Denken gibt. Da gibt es auch einige sehr gute Aufsätze und die Chicago Boys um Milton Friedman, die haben ja tatsächlich in Chile damals den radikalen Liberalismus ausprobiert. Das war im Prinzip die Blaupause für das, was dann durch Thatcher und Reagan in die ganze Welt exportiert wurde. Da ist zum ersten Mal richtig ein entfesselter Raubtierkapitalismus ausprobiert worden mit dem Überbau eines faschistischen Systems. Und das, was noch kommt, könnte ein globaler postdemokratischer Überwachungskapitalismus sein. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal zu Querdenken. Die Ebene, die pluralistische Ebene ist die erste Ebene, die integrierend wird. Das ist die erste Ebene, wo die Menschen anfangen, Psychotherapie zu machen, sich mit Weltmusik zu beschäftigen, Multikulti, kulturelle Einflüsse aufzusaugen, wo die Menschen ihre Gefühle und ihren Körper wieder haben wollen. Das ist also die erste Ebene, die beginnt, frühere Ebenen zu integrieren. Alle anderen Ebenen haben sie ausgeschlossen. Also jede neue Ebene emergiert dadurch, dass sie die vorhergehende weitgehend verdrängt. Und ab der pluralistischen Ebene beginnt überhaupt erst wieder die Integration. Damit kann man sehr gut erklären, dass zum Beispiel die Querdenkenbewegung sich verbal gegen
Faschismus abgrenzt, aber grundsätzlich Menschen auf früheren Ebenen nicht ausgrenzt, dort mitzumarschieren. Denn wenn Covid-19 erstmal ein medizinisches Problem ist, was natürlich große gesellschaftliche Auswirkungen hat, dann ist es durchaus legitim, wenn verschiedene Menschen mit verschiedenen Motivationen sich zusammentun und sich gemeinsam wehren. Also letztendlich ist es nichts anderes als ein Zweckbündnis, und es hat in der Geschichte genügend Zweckbündnisse gegeben. Es hat Zweckbündnisse aus Christen, Konservativen und Kommunisten gegen Hitler gegeben. Es hat Zweckbündnisse in den bürgerlichen Revolutionen gegeben, wo sich das Bürgertum mit Bauern und Arbeitern zusammentat, etc. Also ein Zweckbündnis, wenn man sich dessen bewusst ist, ist aus meiner Sicht jetzt nicht ablehnenswert. Man muss einfach nur aufpassen, dass man sich immer deutlich macht, okay, welche Ebenen sind jetzt hier vorhanden, was haben die für Interessen, was haben die für ein Weltbild, kann ich da mitgehen? Ich bin mir sehr sicher, in dem Moment, wo wirklich reaktionäre Kräfte Querdenken übernehmen würde, dass dann die Pluralisten alle weg sind. Weil was wollen die dann noch dort? Ne? Also da würden die sich dann sofort fehl am Platz fühlen. Das sind alles intellektuelle Alt-68er, die, was weiß ich, viel im Ausland waren, die eine Patchwork-Spiritualität haben aus aller Herren Länder, die wirklich in ihrem Denken permanent die ganze Erde mit sich tragen, die sich Gedanken machen über meinetwegen Krieg in Jemen etc. Und wenn dann plötzlich Querdenken nur noch eine faschistische oder nationalistische Demo wäre, also von Reichsbürgern zum Beispiel oder von Nazis, dann wären die da weg. Da bin ich mir sehr sicher, das würden viele nicht mitmachen. Deshalb sehe ich die Gefahr der Übernahme sehr gering. Aber die Medien der Regierung freuen sich natürlich, wenn ein paar Leute irgendwo eine Reichskriegsflagge auspacken und sie die filmen können, falls es nicht sogar sowieso Agents Provokateur sind. So viel nochmal zu Querdenken. Okay, wenn wir jetzt mal oben einen Neonazi in dieses Deutschland hineinstellen, dann haben wir also bei dieser Einzelperson eine neofaschistische, rechtsradikale Einstellung, meinetwegen auf E12, magisches Denken. Die ist unregulierbar, aber integrierbar. Die Gedanken sind frei, wir können niemanden es verbieten. Wenn jemand nicht anders denken kann, dann tut er das. Dann ist das sein Recht. Und er hat auch das Recht, diese Meinung zu äußern, solange diese Meinung nicht gegen Gesetze verstößt. Anders ist es, und das ist eben die Scheidelinie, mit dem äußeren Quadranten, weil nämlich sein Verhalten ist juristisch regulierbar. Und das ganz klar festgelegt und nicht nur für Neonazis, was erlaubt ist und was nicht. Also Menschen töten ist in unserer Gesellschaft zum Beispiel nicht erlaubt, nicht mal zum Töten aufzurufen. Und das sind also dann ganz klar kriminelle Akte und die können auch sanktioniert werden. Aber grundsätzlich zu glauben, ich kann par ordre de mufti jemanden ein anderes Weltbild vermitteln, das funktioniert nicht. Und einfach zu sagen, Nazis raus, funktioniert auch nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist, ihnen einen guten Platz zu geben. Wenn man guckt, jede Ebene hat ihre Qualitäten. Die haben auch Qualitäten. Und wenn man die wirklich dort greift und an die Plätze in der Gesellschaft stellt und ihnen halt auch klar macht, in dem Moment, wo zum Beispiel die integrale Theorie, die Entwicklung über die Ebenen Schulstoff wäre, wo Menschen zum Beispiel wüssten, aha, okay, Neonazi ist einfach so eine Kinderkrankheit des Bewusstseins, naja, gut. Dann könnte es tatsächlich auch einen Anreiz geben, sich weiterzuentwickeln. Das gilt nicht nur für diese Ebene, sondern auch noch für alle anderen Ebenen auch. Die Gesellschaft, die ihm gegenübersteht, hat eine postmoderne Kultur auf E6, ist da ein bisschen kulturimperialistisch, also glaubt, sie muss das jedem aufdrängen, hat eine Wertefassade, der sie selber nicht gerecht wird. Wir reden ständig von Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, aber diese Gesellschaft paktiert mit jedem Diktator, wenn er denn nur unser Diktator ist und nicht unser Feind. Arbeitet ständig mit doppelten Maßstäben. Nawalny versus Assange, da brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Ich könnte 20 Beispiele nennen. Mit dem Meinungskorridor und mit der Ausgrenzung hatte ich mich an anderer Stelle schon auseinandergesetzt. Diese Gesellschaft ist extrem militaristisch. Also das, was die NATO
an bewaffneten Konflikten zu laufen hat, und zwar nicht nur jetzt, sondern im Prinzip seit dem Koreakrieg, seit dem Zweiten Weltkrieg, ist extrem. Wir regen uns über die Annexion der Krim auf und sehen nicht, dass unsere Soldaten seit Jahren hunderttausende Kriegsopfer produzieren im Nahen Osten. Das sind eben dummerweise Kollateralschäden, kann man halt nichts machen. Das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Dann postdemokratisch. Spannend ist ja, die US-amerikanische Demokratie ist ja eigentlich eine Gesellschaftsform, die einen Bonapartismus herausfordert. Das ist ja schon immer eine Demokratie gewesen, die sehr auf eine Person zugeschnitten ist. In der Reaktion der großen Internetkonzerne auf Trump haben wir aber sehen können, Trump ist übrigens ganz klar ein Vertreter der heroischen Ebene. Das war überhaupt das Problem, dass einer, der nicht der Ebene angehörte, plötzlich die Macht übernahm, und zwar unabgesprochen. Es gibt ja auch andere Menschen, die sehr narzisstisch sind und diesen Job des Präsidenten ausgefüllt haben, die das aber in Übereinkunft mit ihren Auftraggebern tun. Und das hat halt Trump nicht gemacht. Und deshalb ist eben 4 Jahre aus allen Rohren gegen ihn geschossen worden. Er ist wirklich kein netter Typ, aber man muss einfach auch die Mechanismen dahinter erkennen. Wir leben de facto in einer Plutokratie oder Oligarchie oder Meritokratie. Es gibt verschiedenste Ausdrücke dafür. Es ist völlig klar, dass Wahlen eigentlich nur dazu da sind, um Regierungen zu legitimieren, Politik für Organisationen zu machen, die sie gar nicht gewählt haben, aber die sie eigentlich finanzieren und eingesetzt haben. Und Überwachungskapitalismus ist halt für mich ein Thema, weil ich habe Stasi ja sehr klar erlebt, und was gerade läuft mit der Einführung der Steuernummer als Generalnummer für alles, was ein Mensch machen will, mit der Möglichkeit, Handys abzuhören. Ein Beispiel: 2005 in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, dort haben mir schon die Klienten erzählt, ich habe ja viel mit Leuten aus dem Knast gearbeitet, die hatten jede E-Mail, die hatten jedes Telefongespräch. Das war 2005 und die Möglichkeiten haben sich verbessert. Also zu glauben, auch das hier, was hier heute läuft, zu glauben, irgendetwas würde nicht abgehört, nicht dokumentiert, nicht ausgewertet, ist naiv. Wir leben im Überwachungskapitalismus. Der hat halt keine ethischen Grenzen für seinen Profit, kennt ja keine Menschenrechte, ist ihm völlig egal. Die Menschen selber leben in einem sehr hohen Anpassungsdruck und dieses System hat eine ungebremste Konkurrenz. Ich sage zu diesen Folien nichts mehr, doch man kann in Deutschland eigentlich alles sagen, man muss dann halt manchmal mit Konsequenzen rechnen. Das ist das Einzige, was der eine oder andere manchmal nicht ganz versteht. Ich habe eine andere Vorstellung von Meinungsfreiheit, muss ich ganz klar sagen. So, das ist die vorletzte Folie und dann kommt, glaube ich, nur noch meine Webadresse. Ach so, es war die vorvorletzte, aber die ist ganz schnell. Okay, ich bin durch. Danke dir. Und jetzt darfst du wieder Sprüche haben. Super, das war echt ein langer und toller Ritt durch alle möglichen Themen. Merci.